schalten wir die Maschine aber hier so ab. Aber so viele gibt's ja gar nicht. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Krohn, heute mit Gizmos von Phil Walker Harding. Bei Cool Mini or Not ist es erschienen, deutsch im Vertrieb bei Asmodee. Es ist ein Spiel ohne Miniaturen. Ohne Miniaturen, dafür mit deswegen Marbles. Deswegen heißt es ja mit C-M-O-N. Ja, aber vielleicht heißt es ja auch Cool Marbles or Not. Das war jetzt. Das war's. Da hast du die Steilvorlage fürs Marketing gegeben. Aber ja, vielleicht. Sehr gut. Für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und 45 Minuten dauert das Ganze. Und tatsächlich, ja, da muss man nochmal hinten auf die Schachtel draufschauen, weil sich das beim Spielen, so viel sei schon mal gespoilert, gar nicht mehr so vermittelt. Aber der große die große Wissenschaftsmesse steht vor der Tür. Wir sind in unserem Labor und tüfteln halt an verrückten, krassen Gizmos. Genannt, also kreative und mächtige Gizmos. Die Gizmos, ja, die sind so Art Maschinen halt, sind die irgendwelche Sachen machen. Fantastischen Maschinen, die von so kugelförmiger Energie, in unserem Sprachgebrauch Murmeln genannt, angetrieben werden. Ja, und da versuchen wir uns halt so geschickter, also ein Engine-Builder ist es letztlich, ein recht zugänglicher Engine-Builder, worum es darum geht, geschickte Kombinationen und Ketten, Effekte am besten irgendwie. Hier ist es so, Normalos würden Erfindungen sagen zu Gizmos. Ja, aber wir sind keine Normalos. Wir sind ja keine Normalos. Wir bauen Gizmos und wollen da, wie gesagt, eben schöne Kettenreaktionen und ja, die Ressourcen in dem Spiel, das ist das Interessante, sind Murmeln. Aber wie das Ganze im Detail abläuft und wie dieser schöne Pappspender funktioniert, das erklärt euch jetzt der liebe Hunter. Und dann gibt es wie üblich ein Fazit von uns beiden. Der Aufbau von Gizmos, sehr übersichtlich. Wir haben eine Kartenauslage in der Mitte. Karten von Stufe 1 bis Stufe 3 oder Gizmos von Stufe 1 bis Stufe 3. Jeder Spieler hat hier so ein ganz kleines Tableau-Übersicht, wo dann später die Gizmos hier so drunter abgelegt werden. Gleichzeitig ist hier sehr einfach abgedruckt die 4 Möglichkeiten, die man hat, nämlich Karten speichern, Energie sammeln, Karten bauen oder forschen, sprich neue Karten hier vom Stapel ziehen, die noch nicht ausliegen. Ja, und dann hat man natürlich hier diesen wunderschönen Murmelspender oder Energiespender in dem Fall. Schön gebaut hier aus Pappteilen, wirklich sehr robust auch, ja. Und funktioniert hervorragend. Nachher nehmen wir das hier so raus, können Sachen hier neu reinschmeißen. Ja, sieht hübsch aus und funktioniert auch richtig gut. Und hier dieses tatsächlich, das hier hat auch seinen Sinn, weil es gibt dann auch die Möglichkeit, hier blind Murmeln rauszuziehen. Weiß man nicht, welche Farbe. Ja, funktioniert auch hervorragend. Und ja, das war es im Prinzip. Es geht hier darum, wie gesagt, Gizmos zu bauen. Und zwar so lange, bis entweder eine von 2 möglichen Endbedingungen, Spielendebedingungen eintreten. Entweder jemand hat 4 Karten der Stufe 3, diese ganz teuren hier, verbaut. Oder insgesamt 16 Gizmos, wobei der Start-Gizmos, der bei jedem Spieler gleich ist, mit dazu zählt. Wenn eines der beiden Sachen eintreten, wird die Runde noch zu Ende gespielt, dann wird gezählt. Und ja, es gibt Siegpunkte auf den Karten und es gibt Siegpunkt-Chips, weil es eben auch Gizmos gibt, die während dem Spiel schon Siegpunkte erzeugen. Hier sieht man jetzt nochmal die Kartenauslage von der Stufe 1 liegen halt immer 4 Karten aus, bei Stufe 2 immer 3, bei Stufe 3 2. Wenn was weggekauft wird, wird es auch sofort nachgelegt, sodass für jeden Spieler immer die volle Auswahl da ist. Außerdem hier nochmal so ein Spielertableau, Startgizmo, was jeder hat. Und wir haben hier noch so einen Energiering, der dient einfach dazu, dann später die Kugeln zu lagern, auch dass sie hier nicht vom Tisch rollen können. Das Spielertableau ist ganz cool, weil auf der einen Seite werden hier die Karten entsprechend ihrem Symbol angelegt. Also hier dieses Startgizmo, diese Werkbank, sieht man, das ist eine Karte, die wird bei Speichern hingelegt. Das sieht man an diesem Symbol hier. Später gibt es eben auch Karten hier, die haben zum Beispiel so ein Sammeln-Symbol, die kommen dann eben dahin und so weiter. Und gleichzeitig ist aber Speichern, Sammeln, Bauen und Forschen eben auch die 4 Möglichkeiten, die ich im Spiel habe. Dann gibt es noch 2 Kategorien, in denen ich mich verbessern kann, nämlich A, Upgrades. Da steht, sind 3 Werte, die für mich wichtig sind, nämlich hier, ich kann 5 Energiekugeln am Anfang maximal speichern. Ich kann eine Karte
maximal speichern, eigentlich, also 5 Kugeln aufbewahren und dann eine Karte speichern mit dieser Speichern-Aktion. Und ich kann, wenn ich forsche, 3 Karten von einem Stapel ziehen. Und das kann ich natürlich auch verbessern hier mit den Upgrades. Da gibt es natürlich auch bestimmte Karten hier zum Beispiel. Da kann man dann diese Upgrades verbessern. Jetzt könnte ich schon 6 Energiekugeln hier in meinem Ring gleichzeitig haben. Wenn ich halt mehr bekommen würde, müsste ich halt abgeben. Und ich kann beim Forschen sogar noch eine Karte mehr ziehen. Dann gibt es hier die sogenannten Umwandler. Das sind halt so Karten, da kann ich dann, wenn ich eine Karte baue, ja, nur dann kann ich jede Karte hier einmal triggern und dann zum Beispiel aus einem Grauen, den ich habe hier, der gilt dann wie 2 Graue. Aber eben nur dann, wenn ich die Graue auch wirklich für was ausgebe. Also das ist jetzt nicht sowas, wo ich dann einfach im Zug sagen kann, okay, ich gebe das ab und krieg 2, sondern das ist dann einfach im Zug, wenn ich was baue, dann zählt es einfach mehr. Dann gibt es eben die Aktion Speichern. Speichern bedeutet einfach, dass ich mir eine Karte im Prinzip reserviere. Die lege ich dann hier seitlich neben mein Tableau. Und da hat eben jeder Spieler schon ein Gizmo gebaut, der dann eben getriggert wird, wenn ich die Aktion ausführe. Und dann kriege ich diesen Effekt. Und der Effekt bedeutet, ein Energiekugel blind aus dem Spender ziehen. Ja? Und damit habt ihr im Prinzip auch schon verstanden, was die Gizmos machen. Die verbessern halt meine Aktion. Also klar, die Umwandler, die geben mir halt mehr Flexibilität. Da gibt es natürlich gibt es ja auch welche, die dann sozusagen bestimmte Gizmos in andere Farben umwandeln oder die dann bestimmte Farben zum Joker machen und so weiter und so fort. Und die Gizmos, die wir hier eben zu den Aktionen hinzulegen, die verbessern halt die Aktion. Nächste Aktion, Sammeln, ist erstmal eine ganz simple Aktion. Ich ziehe einfach einen beliebigen, also von dieser Auslage hier aus dem Spender, Energiekugel, lege es dahin. Habe ich aber jetzt schon diesen Gizmos hier, dann ist es so, ziehe ich halt eine rote, darf ich noch eine beliebige, also nicht eine beliebige, Entschuldigung, eine blind eine aus dem Spender ziehen. Und natürlich kann ich das halt auch noch weiter verstärken. Ja, wenn ich hier halt natürlich mehrere Sachen hier habe. Jetzt, das ist das gleiche jetzt mit der blauen Kugel. Aber ich kann natürlich auch versuchen, mehr Sachen mit der roten Kugel zu kriegen. Zum Beispiel das hier, das ist so ein bisschen eine stärkere Karte. Da würde ich dann, wenn ich jetzt die Aktion mache, sammeln und ich schaffe es halt, mir eine rote Kugel zu besorgen, dann triggert die Karte und die Karte kriege ich sogar noch 2 zusätzliche, die ich blind ziehen darf. Und natürlich bei blau hier in dem Fall auch. Dann gibt es noch die Aktion Bauen und da habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich wähle ein Gizmo aus der Auslage oder einen, den ich mir vorher reserviert habe, muss natürlich die Kosten bezahlen und kann es bauen. Die Kosten habt ihr sicher auch schon gesehen, ganz einfach hier links unten. 3 gelbe, hier ein roter, 2 gelbe und so weiter. Relativ einfach. Nur bei den Viererkarten gibt es die Besonderheit, dass es zum Beispiel auch sowas geben kann hier. Das bedeutet einfach 7 beliebige. Ja. Beliebige, aber ansonsten werden halt die Karten einfach teurer. Die Einerkarten sind natürlich einfach die billigsten, die Dreierkarten sind die teuersten, haben halt aber auch die stärksten Effekte. Und auch hier gibt es natürlich dann zum Beispiel Verbesserungen, sowas wie das hier. Da wäre es dann so, baue ich eine gelbe Karte, produziere ich einen zusätzlichen Siegpunkt-Chip, den ich dann einfach sammle. Und klar, am Ende des Spiels zählen die ganzen Siegpunkte, die auf meinen Karten sind, plus die Siegpunkte, die ich halt während dem Spiel gesammelt habe. Dann gibt es noch Forschen. Forschen, wie gesagt, bedeutet, ich kann Karten hier ziehen. Am Anfang hier hätte ich 3. Wenn ich jetzt diesen Gizmo schon habe, darf ich 4 Karten ziehen und darf dann eine von den Karten entweder direkt bauen, wenn ich die entsprechenden Ressourcen habe, oder ich kann sie speichern, wenn ich natürlich noch Speicherkapazität übrig habe. Und natürlich gibt es die unterschiedlichsten Effekte, wobei wir viele schon kennengelernt haben. Nur jetzt nochmal ein paar Beispiele. Hier noch einfache Gizmos. Hier zum Beispiel einfach, wenn man das gebaut hat und man dann ein blaues Gizmo baut, also wo man blaue Kugeln abgeben muss, dann darf man eine einfach sammeln. In dem Fall eben nicht blind ziehen, sondern wirklich aus dem Spenderauslauf eine auswählen.
Hier so ein einfacher Umwandler, da kann ich dann beim Bau eine rote Kugel einfach einsetzen für irgendeine beliebige. Aber eben wie gesagt, nur wenn ich eine Karte baue. Das gibt es auch doppelt, dann habe ich, wenn ich zwei blaue habe, kann ich die beide in eine beliebige umtauschen beim Bauen. Und dann gibt es halt noch interessante Effekte, die eben bei diesen teuren Viererkarten dann, Dreier, Stufe 3 Karten zum Zuge kommen. Und richtig interessant ist das hier, wenn was durchgestrichen ist. Das bedeutet nämlich, wenn ich diesen Gizmos hier baue, dann darf ich im ganzen restlichen Spiel nicht mehr speichern, aber sie ist auch 7 Siegpunkte wert. Also ihr seht schon, das ist natürlich dann eben so gegen Ende, wo man dann sagt, okay, jetzt mache ich den Sack zu, noch ein, zwei Züge, speichern brauche ich nicht mehr, ich hole mir jetzt das hier, gibt 7 Siegpunkte, aber speichern kann ich dann nicht mehr und es gibt es auch für, tatsächlich auch für andere, ich kann nicht mehr forschen und so weiter und so fort. Außerdem gibt es Möglichkeiten, Sachen zu verbilligen. Das bedeutet einfach hier, wenn ich baue oder wenn ich eben baue durch Forschen, dann zahle ich einen weniger. Ne? Also das ist einfach eine Verbilligung der Kosten für die Karten. Hier, das sind halt Siegpunktgeneratoren, da zählen die Siegpunkte, die ich während dem Spiel gesammelt habe, einfach nochmal. Also wenn ich ganz viele Siegpunkte gesammelt habe, dann ist diese Karte nochmal so viel Siegpunkte wert, wie ich während dem Spiel gesammelt habe. Hier ist einfach ein Umwandler, ein beliebiger Umwandler, also ein beliebiges in ein beliebiges Tauschen beim Bau natürlich auch sehr stark. Hier, wenn ich speichere, kann ich 3 blind ziehen, also das ist dann plötzlich, macht das Speichern, ist gleichzeitig eine ganz starke Sammelaktion. Oder hier kriege ich nochmal so viele Punkte, wie ich am Spielende noch Energie in meinem Speicher habe. Also muss man es dann gut timen, dass man halt mit vielen Kugeln das Spiel beendet. Und natürlich, klar, vieles von den Sachen sind ja auch erst spannend, wenn man so in der Kombination gebaut hat und einsetzt. Aber ja, diese Arten, gibt es natürlich auch diese Verbilligungen und das gibt es alles in verschiedenen Kombinationen. Und am Ende zählt man, wie gesagt, einfach die Punkte zusammen und natürlich hat auch hier der mit den meisten gewonnen. Ja, ich habe wirklich ganz viel. Ich bin wieder mit so einem Indiana Jones 4 Korb an Gizmos rangegangen. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Das wurde uns sehr ins Herz gelegt. Murmeln, das ist ja schon. Murmeln, jawohl, cool. Murmeln, Phil Walker Harding. Ja, hat wirklich echt coole Sachen gemacht. Sehr coole Sachen gemacht. Und Gizmos ist auch ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel. Und es fehlt der letzte Funke Begeisterung. Es ist tatsächlich abstrakter, als ich dachte. Ja, also definitiv. Ich hatte irgendwie das unthematischer, Gefühl, als ich dachte. Genau, also das hier, es ist ja, also was erstmal, es ist ja, da fangen wir schon wieder, das ist wirklich schlecht geschulte Gesprächsschule. Ja. Man fängt mit dem Guten an, bevor man rumnörgelt. Kommt drauf an, worauf man es anlegt. Nee, gefallen mir auch Dinge wirklich sehr gut an Gizmos. Es ist nämlich wirklich sehr zugänglich. Es ist sehr schnell gespielt. Es gibt wirklich extrem wenig Downtime. Die 45 Minuten sind absolut einzuhalten. Der Würfelspender funktioniert perfekt. Und das macht auch Kleiner Spaß. Kleiner Gag, dass man eben nicht nur unten, sondern oben rein. Zack. Also wirklich, das ist natürlich das Schönste, dass die Züge, wenn die Leute alle da sind, zack, das geht so schnell, bis man auch in einem Vierspieler spielt, bis man wieder dran ist. Also es ist wirklich ganz selten, dass man da warten muss. Obwohl man nichts zu tun hat in den Zügen der anderen, aber die sind einfach so flott gemacht. Manchmal ist nur eine Murmel nehmen, der andere nur hier. Ja, man könnte mal gucken, was steht da, was ist das so, ein Murmelspender und so, ein bisschen kann man so voran. Im späteren Spielverlauf gibt es dann natürlich auch größere Kettenreaktionen, aber auch da hatte ich jetzt zumindest immer das Gefühl, dass die Leute wissen, wie ihre Maschine funktioniert. Und es ist dann nicht, nach dem Lesen der Anleitung zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, oh Gott, da steht schon, oh, achtet auf Kettenreaktionen, die Reihenfolge. Und da dachte ich wieder, oh, das ist wieder so ein Ding, wo du dann, dann triggert noch das, und dann habe ich noch hier das und überkreuzt. Aber irgendwie, das spielt es dann auch sehr flott. Ja, wenn ich hier eine gelbe nehme, dann darf ich hier noch zwei Blinde ziehen und dann kann ich hier noch da und hier. Und zack, alles zack, einfach, zack, alles zack, zugänglich, zack. Ja. Und das ist wirklich, ich glaube, das hat wirklich, dass die Stärke dieses Spiels, es ist ein guter Door-Opener, es ist ein super Spiel, um auch vielleicht nicht so bewanderte Brettspieler schnell an den Tisch zu kriegen. Es ist, ist es ein Familienspiel? Ja. Ja, Familienspiel plus auch. Plus, ja, aber es ist halt, es hat diese ganz, ganz niedrige Einstiegshürde. Klar, am Anfang denkt man, was sind das alles für Symbole, aber dann sagst du hier, zack, 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 da kommen deine Karten hin und der Ablauf ist ganz klar und dann ist es wirklich schnell, ist man schnell drin und natürlich verbirgt sich dahinter auch strategisch interessante Engine-Builder. Da kann man wirklich, auch Vielspieler können da wirklich gut auf Sieg spielen, versuchen es zumindest. Ja. Das ist alles ziemlich cool. Was
ich halt, ja, was ich auch fand, was halt so ein bisschen schade ist, ist eben, dass, oder das heißt, es ist nicht schade, es ist einfach nur, natürlich muss man bei so einem Spiel sofort an das andere Murmelspender-Spiel denken, Potion Explosion, ja, was jetzt schon 2 Jahre alt ist. Es hat jetzt von, einen Reprint auf dem Buckel inzwischen, ja, von Pappe horrible, zu Plastik. Genau, von Horrible Games. Und ich muss natürlich sagen, hier ganz klar, es kommt für mich persönlich an Potion Explosion nicht ran, weil ich finde, es ist thematisch irgendwie dichter, es ist irgendwie witziger, es ist auch irgendwie, ja, meine Tränke können explodieren und das, diese Mechanik mit dem zusammen, das alles ein bisschen mehr um die Ecke vielleicht. Gizmos ist straightforward, super, läuft super, ja, aber Potion Explosion hat für mich einfach immer noch diesen besonderen Reiz, diese besondere Einzigartigkeit. Da kommt Gizmos nicht so richtig ran, weil es halt auch, ja, ist ein bisschen glatt gebügelter. Aber zum Beispiel unsere gute Freundin Silke vom Würfel und Zucker, die hat zum Beispiel mir gesagt, Gizmos ist bei ihr der Straßenfeger bei ihr im Spielecafé. Kann ich mir gut vorstellen. Ja? Ja, und ist sicherlich bei Potion Explosion nicht so einfach, weil du musst halt ein bisschen mehr... Ja, du musst ein bisschen mehr checken und so, und das ist alles ein bisschen unübersichtlicher, aber... Ich glaube, Potion Explosion hatte wirklich, vor allem in der ersten Edition, das Problem mit diesen furchtbar zusammenzubauen. Geschenk, ja, und das ist hier brillant. Nicht funktioniert, ja, der funktioniert hier, das muss man auch mal betonen, in Gizmos, das ist alles, funktioniert wirklich tadellos. Ja? Bei Potion Explosion ist selbst in der 3. Edition dieser Plastikwürfelspender, und der ist in dem Fall, ich bin sonst wirklich kein Freund von Plastik, aber der ist da wirklich nötig, weil das... sonst einfach immer. Das war nicht. Aber ja. Hier funktioniert es wirklich, jetzt sagen wir es zum 4. Mal, tadellos mit diesem Murmelspender. Das ist wirklich cool. An mir geht es ähnlich wie dir. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt thematisch erwartet hatte. Eigentlich gar nicht viel, weil tatsächlich, um mich zu hooken, hat ein Screenshot gereicht. Ja. War mir auch schon, ich hatte ja schon das Gefühl, die Murmeln sind bestimmt die Ressourcen. Ja, das finde ich irgendwie alles cool. Und irgendwie sind auch witzige. Wenn man sich diese einzelnen Karten anguckt, manche von diesen Apparaturen, die sind eigentlich witzig illustriert und die sind schon nett, nur vermitteln die halt nichts. Und damit vermittelt quasi auch das ganze Konstrukt, ist dann eine rein mechanische Angelegenheit. Es ist alles nur in Anführungsstrichen, es geht halt darum, mir hier eine coole Maschinenkombo, das passt dann natürlich auch wieder zum Thema, aber es verwendet sich dadurch. Ich glaube, was du meinst, und das ging mir auch so, ich glaube, diese Karten, die haben nicht, nicht das Gefühl, das ist wirklich eine krasse, verrückte Maschine. Das hat man einfach, finde ich, nicht. Sondern es ist halt ein klarer Engine-Builder, da gibt es Umwandler und Siegpunktgeneratoren und na klar, da kannst du ein bisschen... hier und dann kannst du noch mehr ziehen und so, aber du hast am Ende nicht das Gefühl, du bist ein krasser Erfinder mit irgendwie verrückt, so, du hast einfach nachher nicht das Gefühl, dass irgendwie, kannst du dich nicht so richtig sehen, das ist so, ja, du hast so 1000 Schläuche und alles ist chaotisch, sondern das ist halt irgendwie, es sind halt einfach nur Karten, die so ein bisschen was machen. Das ist alles cool, das funktioniert, aber es löst das nicht so ganz ein thematisch und deswegen bleibt es halt so auf diesem Level, cooles Spiel, kann man gut spielen, kann man mit Leuten spielen, mit allen Leuten spielen. Aber der letzte Funken springt nicht so richtig über. Der letzte Funken-Gizmos ist nicht übersprungen. Geht mir tatsächlich auch so. Ich glaube, ich würde nie eine Partie Gizmos ablehnen, weil es dazu eben auch, das gefällt mir wirklich total gut, dass es so flott gespielt ist. Man muss da nicht lange überlegen, nehme ich mir jetzt die Zeit, da eine Runde Gizmos zu spielen? Nee, überhaupt nicht. Komm, ja klar, machen wir noch eine Runde. Überhaupt nichts dagegen. Mal hier was ausprobieren, was da ausprobieren, mal gucken. Oh, Mist, jetzt hat der mir eine Karte weggeschnappt. Das ist übrigens auch noch so eine kleine Sache. Es ist natürlich bedient man sich an der gleichen Auslage, aber davon abgesehen ist es eine sehr solitäre Angelegenheit. Ich habe nicht das Gefühl mitzubekommen. Ich bin klar, zu fokussiert, jemand kann dir die letzte Murmel wegnehmen. Das ist eher klar, dass mir halt was weggenommen wird, aber es ist nicht so, dass ich quasi wirklich ein Gefühl dafür entwickelt habe. Vielleicht fehlt mir da auch der Gizmos-Zugang. Jetzt muss ich drauf achten, den Pete, der darf keine gelben Murmeln mehr kriegen, weil der zu stark mit gelben Murmeln ist, sondern letztlich bin ich dann trotzdem noch mehr daran interessiert, ich möchte aber meine blauen Gebäude weiter so viel wie möglich bauen, weil ich halt jetzt meine Engine darauf ausgelegt habe, blaue Gebäude zu bauen zum Beispiel. Und erstens kriege ich es kaum mit, was für Murmeln er unbedingt will, und zweitens interessiert es mich dann auch gar nicht, sondern ich bin trotzdem eher daran interessiert, meine Engine. Es gibt auch keine Angriffsmaschinen oder irgendwie sowas. Gibt's halt wo man nicht, wirklich irgendwie beim Gegner eine Murmel irgendwie tauschen würde oder so. Das gibt's alles nicht. Bleibt doch einfach sehr.
als kleines Modul, also dass man da einfach sagt, guck mal, hier sind noch 20 Karten irgendwie, also, oder 7 in jedem Zeitalter, 5 in jeder Kategorie sind 1, 2, 3er Karten, die wir markiert haben, die ihr reinmischen könnt für ein aggressiveres Spiel, für ein interaktiveres Spiel, und die man rausnehmen kann für ein etwas ruhigeres Spiel. So, wie gesagt, es funktioniert sehr gut. Ich glaube auch, es ist Familienspiel Plus, es kann für viele eben so ein Einstieg sein in so eine, jetzt verstehe ich. Einfach planlos irgendwas machen, führt hier halt nicht zum Erfolg. Das ist schon so, dass man sich so ein bisschen Gedanken drüber machen muss. Es gewinnt hier sollte. Schon der Cleverste, auf jeden Fall, der es am besten macht. Das ist ganz klar. Also deswegen hat es auch, finde ich, diesen, für die Vielspieler hat es was. Ja? Es ist nur nicht so, dass man sagt, oh geil, jetzt will ich das ständig spielen. So, ja? Es ist, fehlt der letzte Giss. Die Partie war gut, hat Spaß gemacht, ja, aber jetzt spielen wir was anderes. So wäre, würde ich sagen. Ja, ja, also das war Gizmos. Unsere Rezension dazu. Und wir sagen danke. Danke für den Support. Danke für Benutzen von Partnerlinks. Da kriegen wir immer eine Provision ab, wenn ihr da online was kauft. Die findet die Links immer unterhalb des Videos. Vielen Dank dafür, für jeden, der das mal benutzt. Und ja. Jetzt frage ich mich halt wieder. Ist es wieder eine eigene Erwartung als Schlusswort hier? Ist wieder Erwartung? Ich hatte nämlich eine Erwartungshaltung an Gizmos. Und ich frage mich, wenn ich jetzt irgendwo reingelaufen wäre in ein Brettspielcafé und einer gesagt hätte, spiel mal kurz mit, ob es mich dann. Also, anders. Das hätte aber nie. Also stolper ich über meinen eigenen Kopf manchmal. Ich hätte gleich gesagt, oh, das ist ja wie mein Würfelspend, das ist ja wie Potion Explosion, das kommt nicht ganz rein. Ja. Für mich ganz klar, ja. Potion Explosion bleibt die Nummer 1 Würfelspender-Spiele. Schalten wir die Maschine hier. Aber so viele gibt es ja gar nicht. Also, ja. Bedingte Empfehlung, Gizmos. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut. Tschüss.